Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema, kann ich mir mal Süßigkeiten gönnen? Wie schaut es aus? Ein richtig voller Refeed-Tag mit einer ordentlichen Portion Schokolade, Eis und alles, was dazugehört? Klar, machen kann man alles. Ist völlig unproblematisch. Kann man alles machen. Die Frage ist halt, braucht man es tatsächlich? Ist es tatsächlich nötig, dass man diesen sogenannten völlig unstrukturierten Refeed-Tag hat? Also ich persönlich brauche ihn nicht. Es gibt auch Menschen, die brauchen das, die müssen auch ab und zu mal Süßigkeiten essen. Es ist auch gut so. Da hat auch kein Mensch was dagegen. Nur, es ist eine Problematik. Und zwar, das haben schon viele festgestellt. Man ernährt sich die ganze Woche artbedarfsgerecht, schöne, gesunde Ernährung. Alles, was der Körper braucht, ist nichts dabei, was er nicht braucht. Der Körper fühlt sich wohl, der Verdauungstrakt fühlt sich wohl, die Leistungsbereitschaft ist gut, man hat eine gleichmäßige Leistungsbereitschaft, man hat keine Tiefs drin, man hat keine kurzfristig überschießenden Hochs drin, man fühlt sich gleichmäßig wohl, hat einen tollen Schlaf, ist natürlich energetisch sehr gut geladen und immer gleichbleibend auf gutem Level. So, und dann kommt der Tag und man sagt, jawohl, heute gebe ich es nochmal richtig. Heute haue ich mir alles rein, was mir so in den Weg kommt. Da stellen die meisten fest, dass auf einmal am nächsten Tag, wenn sie dann wieder ihr gesundes Essen zuführen, feststellen, dass hier zum Beispiel das gesunde Gemüse, der Vollkornreis, die Vollkornnudel, was auch immer, auf einmal nicht mehr schmeckt und sagt, irgendwie hat es letzte Woche vor meinem haltlosen Süßigkeitswahn, war das alles noch richtig gutes Essen. Ich fand es geschmacksvoll, ich fand es toll und auf einmal schmeckt es nicht mehr. Ja, und jetzt würde ich aber gerne wieder meine Süßigkeiten essen. Jetzt würde ich gerne wieder meine Schokolade haben, mein Eis haben, mein Mars haben, was weiß auch immer. Woran liegt das? Ganz einfach. Und zwar, wir haben natürlich hier im Mund Geschmacksnerven. Und diese Geschmacksnerven entscheiden immer anhand vom Süßesten, vom Sauersten und vom Würzigsten, was ist gut und was ist schlecht. Was tut mir gut, was ist für mich nicht gut, wo fühle ich mich wohl? Und wenn man natürlich dann einen Tag lang öfters mal Süßigkeiten gegessen hat, dann gewöhnen sich die Geschmacksnerven gleich wieder an ein ganz anderes Level und sagen natürlich, naja, alles was unter diesem Süßigkeitslevel ist oder auch unter diesem Würzigkeitslevel, das finde ich jetzt nicht so prickelnd, das mag ich nicht haben. Zusätzlich entstehen natürlich beim Zuckerkonsum, da kennt ihr schon einen Videoclip von mir, entstehen natürlich auch Dopamine. Das sind sogenannte Botenstoffe. Botenstoffe, die nach Zufuhr von zuckerlastiger Kost entstehen und die geben einen gewissen Hype in der Birne. Das heißt, ich fühle mich so wohl nach Süßigkeiten, deswegen essen ja auch viele Menschen, die Stress haben, dann irgendwann Süßigkeiten, um natürlich einen Stresspegel runterzufahren. Das denken sie noch, wenn das Dopamin geht nach oben. Und somit entscheidet man am nächsten Tag anhand diesen Süßigkeitsfaktor, anhand des Dopaminspiegels und sagt natürlich, naja, dieses gesunde Essen, ja, pfui Teufel, wie schmeckt denn das? Ganz einfach, man hat es vielleicht übertrieben, deswegen ist es ganz gut, wenn man vielleicht so einen sinnlosen Refeed-Tag erst gar nicht mal einführt, wenn, dann macht man es konzentriert. Oder Menschen, die sich im Griff haben, die können das auch gerne mal machen, weil die haben den nächsten Tag auch wieder im Griff. Aber Menschen, die sowas im Griff haben, die verfallen oftmals wieder ihrer alten Verhaltensweise. Das heißt, ihrem alten übertriebenen Zuckerkonsum, ihrem alten übertriebenen Insulinrausch, Dopaminrausch. Und da ist es besser, man grenzt sich ein bisschen ein. Nach einer gewissen Zeit, so wie ich es jetzt seit Jahren betreibe, hat man sehr sensibilisierte Geschmacksnerven und die sorgen dafür, dass diese gesunden Sachen richtig gut schmecken, weil dann schmeckt man alles raus. Das sind Gewürze, sind viel besser spürbar, schmeckbar und somit hat man natürlich auch einen extremen Hype zu gesunden Sachen. Viele fragen, was ist deine Lieblingsmahlzeit? Da sage ich, boah, ein geiler Fisch und gutes Gemüse, gut angemacht, ein gut gewürzter Fisch oder auch mal ein gutes Steak oder ein gutes Omelett mit tollen Gewürzen, frischen Gewürzen. Das ist so mein Highlight. Oder was isst du, wenn du einen Wettkampf gemacht hast? Unmittelbar nach haust du die Süßigkeiten rein. Da esse ich natürlich auch mal ein Stückchen Schokolade, auch vielleicht zwei Stückchen Schokolade. Aber da stelle ich schon nach ein paar Stückchen Schokolade fest, dass ich eigentlich den Geschmack gar nicht mag, dass ich es völlig überzogen finde, völlig übersüßt. Warum? Weil meine Geschmacksnerven vielleicht ganz anders funktionieren, ganz anders getriggert sind. Die sind natural, die versuche ich so weit wie möglich natural zu lassen. Und das tut meinem Körper tatsächlich gut. Aber jeder, wie gesagt, muss für sich entscheiden, wie er das macht, wie er das tut. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand Süßigkeiten isst, wird er immer nachgesagt, ich bin hier der böse Bube, wo alles empfiehlt. Mir ist das egal.
jeder kann das tun, was er verantworten soll, solange danach nicht immer gejammert wird, ich erreiche mein Ziel nicht, mein Sixpack kommt nicht raus, ich weiß nicht, was ich falsch mache, ich komme einfach nicht vorwärts, ich habe da so ein Bild, wie ich aussehen möchte, aber ich schaffe es nicht. Solange man darüber nicht jammert und weiß, warum es so ist, darf man tun, was man will. Meine Empfehlung ist, soweit wie möglich eben die Geschmacksnerven entindustrialisieren. Die Industrie weiß, was sie tut. Unsere Geschmacksnerven manipulieren. Böse Jungs, die wollen Geld verdienen, logischerweise. Ich sage jetzt nichts. Ich lege mich hier nicht mit Großkonzernen an. Nein, ich bin ganz ruhig. Ihr wisst, was ich meine. Scherz beiseite. Deindustrialisierte Geschmacksnerven sind was richtig Geiles. Weil dann schmeckt der Apfel, dann schmeckt die Tomate, dann schmeckt die Gurke, dann schmeckt der Brokkoli, dann schmeckt der Spinat, dann schmeckt der Fisch. Dann schmecken auf einmal Dinge, die ihr vorher nie gegessen habt. So, genau aus diesen Gründen, ein Tipp an alle, die sagen, ich mag keinen Salat, vom Salat schrumpft der Bizeps, ich mag kein Gemüse und so weiter und so fort. Für die Jungs, ganz einfach, ihr müsst euch halt mal 2, 3, 4 Wochen am Riemen reißen und euch mal entfernen von eurer industrialisierten Ernährung, von der Fertigpizza, von der Fertigpackung, vom Fastfood, von der Süßigkeit. Und wenn ihr es 3, 4 Wochen durchgehalten habt, wo am Anfang sicherlich ein bisschen anstrengend ist, dann werdet ihr immer feststellen, wow, ich kann sogar Salat essen und ich kann sogar Gemüse essen. Es schmeckt. Kelvin, auch du bist gemeint. Obwohl du natürlich auch gerne deine Kinderschokolade weiterhin lutschen darfst, habe ich kein Problem. Aber wie gesagt, auch dir schmeckt jetzt zwischenzeitlich der Salat und eventuell bald das Gemüse. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine gesunde Ernährungsweise, meine Aufgabe.